Ich zog vor knapp einem Jahr in mein jetziges Apartment. Ich lebe in einer geschäftigen Studentenstadt in Europa und hatte schon die Hoffnung aufgegeben, eine neue erschwingliche Wohnung zu finden, als ich ein Angebot von einer Mietgenossenschaft bekam, bei der ich mich beworben hatte. Ich ging mir die Wohnung ansehen und konnte mein Glück kaum fassen. Sie war gerade frisch renoviert und sehr geräumig. Die Lage war großartig und die Miete um einiges niedriger, als ich erwartet hatte. Ich hätte schlimmere Angebote angenommen, um nicht unter einer Brücke leben zu müssen. Darum war ich mehr als glücklich, dieses Angebot zu akzeptieren. Ich bekam die Schlüssel und zog 2 Wochen später ein. Die ersten paar Wochen verliefen angenehm. Ich hatte immer noch Weihnachtsferien, darum konnte ich die Ruhe und den Frieden meines neuen Apartments in vollen Zügen genießen. Ich war froh, dass es offenbar keine sonstigen Aktivitäten in meinem Haus gab. Ihr wisst schon, was ich meine. Weil ich einen Großteil meines jungen Lebens an Orten verbracht habe, die mal mehr und mal weniger dem Paranormalen verschrieben waren, hatte ich mich irgendwie daran gewöhnt, es aber nie als angenehm empfunden. Unglücklicherweise lag ich da falsch. Ich bin kein Schriftsteller, aber ich werde versuchen, ein paar der bedeutendsten Ereignisse aufzulisten, die mich dazu veranlasst haben, nach einer neuen Wohnung zu suchen. Es stellte sich nämlich als ein sehr unheimliches Weihnachtsfest heraus. Eines Tages ging ich durch den kleinen Flur meiner Wohnung, um etwas aus der Garderobe zu holen. In dem Moment, in dem ich eintrat, spürte ich eine bedrohliche Anwesenheit direkt hinter mir. Und innerhalb von Sekunden umringte mich dieses entnervende Gefühl von Bedrohung. Es ließ meine Nerven gefrieren, sodass ich nur mit Mühe in die Küche zurückgelangte. Das brachte mich fast um den Verstand. Es kam buchstäblich aus dem Nichts. Ich zitterte und mir standen Tränen in den Augen, sodass ich schließlich meine Mutter anrufen musste, um irgendwie darüber hinwegzukommen. Ich bin nicht im geringsten empfindsam. Es gab nie Fälle von Angstzuständen oder Panikattacken in meiner Vorgeschichte und auch sonst keine geistigen Beeinträchtigungen. Ich hatte nicht einmal an etwas Furchteinflößendes gedacht. Das war absolut ungewöhnlich. Derselbe Zustand wiederholte sich danach noch einige Male. Einmal kam ich nach Hause und der gesamte Flur roch nach Aftershave und Leder. Ein Geruch so stark, dass er in der Nase stach. Sobald ich den Flur passiert hatte, verschwand er einfach. Alle Fenster waren geschlossen. Ein anderes Mal fing es mitten am Tag in meinem Bad an, nach Parfüm zu riechen. Ich weiß, dass alte Gerüche sich manchmal lange halten können, aber das war es nicht. In einem Moment war der Geruch da, so stark, wie er nur sein konnte. Und ein paar Minuten später war er vollkommen verschwunden. Nach dem ersten Zwischenfall änderte sich die gesamte Atmosphäre des Hauses. Das intensive Gefühl, dass etwas hinter mir war und mich beobachtete, wurde immer schlimmer. Es war ganz ähnlich wie das Gefühl, wenn man jemanden erwischt, wie er einen gerade ansieht. Nur, dass ich allein zu Hause war. Es war so, als hätte ich einen furchtbaren sechsten Sinn. Das nächste beunruhigende Ereignis passierte, als ich auf meinem Bett lag und an meinem Handy spielte. Es war Nachmittag und ich war allein. Meine Wohnung ist so aufgebaut, dass mein Bett nur in einer Nische steht, die durch eine dünne Wand vom Flur abgetrennt ist. Darum hörte ich klar und deutlich, wie jemand den Flur entlang lief. Und als ob das nicht schon schlimm genug gewesen wäre, hörte ich, wie meine Badezimmertür zugedrückt wurde, keine 5 Meter von mir entfernt. Diese Tür ist kaputt und muss kräftig gedrückt werden, damit sie richtig zugeht. Aber irgendetwas tat es. Etwas, das ich nicht sehen konnte, drückte sie von selbst ins Schloss. Einen Moment später fingen in einem meiner Küchenschränke Papiertüten an zu rascheln, als würde sie jemand in der Hand zerknüllen. Ich muss wohl nicht erst sagen, dass ich es mit der Angst bekam. Danach konnte ich gelegentlich, wenn ich auf meinem Bett ein Buch las, Schritte auf dem Flur hören.
Sie klang mehr tierisch als menschlich und ich konnte das Klicken von Klauen hören. Anfangs versuchte ich mir einzureden, das Haus würde sich nur setzen und dass ich nicht so ein Angsthase sein durfte. Einmal hörte es sich so an, als würden die Schritte im Flur im Kreis laufen und ich brachte den Mut auf nachzusehen. Als ich meinen Kopf in den Flur hinausstreckte, war da überhaupt nichts. Die Schritte hörten auf, kamen eine Sekunde später aber auf mich zu und stoppten keinen halben Meter vor mir. Ich sagte, nein, schloss meine Tür und kehrte zu meinem Buch zurück mit dem Wunsch, es einfach zu vergessen. Allein darüber zu schreiben bringt meine Nackenhaare dazu, sich aufzustellen. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn ich wirklich etwas im Flur gesehen hätte. Ein paar Nächte danach wachte ich plötzlich mitten in der Nacht auf und war mit einem Mal hochwachsam. Ich setzte mich verstört in meinem Bett auf, zögerte aber, mich umzusehen. Nach einiger Zeit tat ich es aber und wollte sofort nach meiner Mami rufen. Denn auf der anderen Seite meines Sofas saß ein Mann und beobachtete mich. Als hätte er nur darauf gewartet, dass ich aufwache. Ich kann mich noch deutlich an ihn erinnern. Er lehnte sich zurück, die Beine gekreuzt, den Kopf leicht geneigt und er trug einen dunklen Anzug. Er hatte dunkle Haut und schulterlange Haare, die zu dünnen Zöpfen geflochten waren und mit roten Spitzen endeten. Er hielt seine Hände über Kreuz gefaltet. Ich sah ihm in die Augen und ich schwöre bei Gott, er starrte zu mir zurück. Er sah mich. In dem Moment, als unsere Blicke sich trafen, war da eine Verbindung zwischen uns, wie wenn zwei Menschen sich ansehen und man weiß, dass auch der andere in einen selbst hineinsehen kann. Anders kann ich es nicht erklären. Wie auch immer, ich war überrascht und die Tatsache, dass dieser Mann nicht im geringsten überrascht oder verängstigt wirkte, verstärkte dieses Gefühl nur noch mehr. Ich weiß, ich sagte vorhin, ich sei keine sensible Person, aber ich verwandelte mich auf der Stelle in ein Nervenbündel. Aus Angst sah ich für einen Augenblick weg und dieselbe Angst brachte mich dazu, sofort wieder zu ihm zurückzusehen. Aber als ich mich wieder zurückdrehte, war er verschwunden. Ich blieb für den Rest der Nacht wach. In den nächsten Wochen schlief ich bei eingeschaltetem Licht. Ich sah den Mann nie wieder und werde es auch hoffentlich nicht. Nicht lange nach diesem letzten Zwischenfall fing ich an, regelmäßig mit einem starken Gefühl von Paranoia aufzuwachen. Es war schrecklich. Ich habe davor und danach nie etwas so Schlimmes erlebt. Ich bin mir sicher, dass da noch jemand in meinem Apartment war. Es gab eine Zeitspanne, in der ich in meiner Wohnung auf und ab lief und alles absuchte, überzeugt davon, dass da noch etwas anderes mit mir lebte. Natürlich war da nichts. Zur selben Zeit sprach ich auch mit meinem Nachbarn und erfuhr, dass der vorherige Mieter, ein älterer Mann, erst einen Monat vor meinem Einzug in der Wohnung gestorben war. Das konnte einiges erklären. Das Letzte, was es noch zu erwähnen gibt, ist, dass mein Bett angefangen hat, von selbst gemacht zu sein. Zum ersten Mal geschah das vor 2 Monaten. Ich war arbeiten und als ich zurückkam, war mein Bett plötzlich gemacht. Ich bin ein fauler Mensch und mache niemals mein Bett. Darum weiß ich, dass ich es nicht war. Natürlich überprüfte ich sofort wieder alle Schränke und Schlupfwinkel, um sicherzustellen, dass niemand da war oder zumindest, dass nichts gestohlen worden war. Ich rief sogar das Mietverwaltungsbüro an, aber sie hatten niemanden in mein Gebiet geschickt, weil ich immerhin auch niemanden angefordert hatte. Und ohne Erlaubnis war der Zutritt untersagt. Nur ein paar Wochen später passierte es wieder. Dieses Mal lag mein Bettzeug zu einem Ball zusammengeknüllt am Ende des Bettes. Ich habe sogar ein Foto davon, weil ich Idiot immer noch mit meinem Verleugnungsspiel weitermachte. Ich rief dieses Mal auch weder das Verwaltungsbüro noch die Polizei an.
Zum dritten Mal passierte es vor gerade einer Woche und ich war sogar zu Hause. Ich ließ mein Bett ungemacht und ging ins Bad, um Make-up aufzutragen. Während ich das tat, konnte ich eine Hand über die Tür streichen hören. Ich dachte mir nichts dabei und glaubte, ich hätte es mir wieder nur eingebildet. Aber als ich in mein Zimmer zurückging, war mein Bett wieder einmal gemacht. Die Kissen waren arrangiert und das Buch, das ich gelesen hatte, lag im Nachttischfach. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Haus verlassen und war ganz allein. Ich habe die letzten paar Tage mit der Suche nach einem neuen Job verbracht, damit ich so bald wie möglich ausziehen kann. Ich will dieses Haus und was immer hier mit mir lebt, hinter mir lassen. Ich glaube, ich habe es nämlich geschafft, es richtig sauer zu machen und meine verbleibende Zeit hier könnte die reinste Hölle werden. Wie schon gesagt, das Schlimmste passierte an den letzten Weihnachtsfeiertagen und ich befürchte, es könnte dieses Weihnachten wieder zuschlagen. Danke fürs Zuhören.